Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr Hübschen, ihr seht im Hintergrund, ne? Chaos. Wisst ihr, was ich heute vorhabe? Ich will heute unbedingt diese Decken. Also wir haben ja jedes Kissen quasi eingewickelt. Und ich würde ganz gerne die Decken einfach mal abnehmen, entweder nur ausklopfen und wieder raufmachen oder halt sogar waschen, mal gucken, weil das nicht mehr so schön aussieht. Das ist ja gerade so diese IKEA-Decken, die sind ja für 2,50 €. Du siehst nachher schon so dieses so leicht verbrauchter, so wenn man immer wieder drauf sitzt. Auf jeden Fall, entweder drehe ich sie nachher und man sieht die andere Seite nachher. Oder ich weiß auch nicht, auf jeden Fall habe ich die Couch noch nicht gemacht. Wir haben gestern Abend unsere Serie geguckt, Outlander, dabei bin ich aber eingeschlafen. Adam sagt, für wen gucken wir die? Naja, jedenfalls, wie gesagt, ich habe mich jetzt gerade schon fertig gemacht. Wir wollen gleich noch ein bisschen in den Wald und naja, dann muss ich noch was einkaufen. Auto haben wir immer noch nicht, das ist richtig krass. Aber nun gut, nützt alles nichts. Ich hatte schon überlegt, da anzurufen und zu fragen, ob die das schon irgendwie, ob die wissen, wann die das jetzt nun genau machen. Er meinte ja letzte Woche so ungefähr Donnerstag, Freitag oder so. Und gestern habe ich was bei eBay gefunden, eBay Kleinanzeigen. Und zwar braucht meine Nichte mittlerweile den nächsten Sitz. Weil dieser Sitz von Römer, den wir jetzt die ganze Zeit hatten, da nächstes Jahr wird nichts mehr. Also die hat dieses Jahr noch reingepasst, weil sie so recht zierlich und klein ist. Wobei lang und dünn und passt gut da rein. Aber ich habe gedacht, ich gucke mal bei eBay. Und dann habe ich wirklich eine Straße weiter was gefunden. Beziehungsweise ein paar Straßen weiter, also ich musste ein bisschen fahren. Ich habe so einen Kindersitz gefunden. Für 12 € nur, also quasi die nächste Größe. Da muss ich aber den Bezug waschen. Also ich habe mir das angeguckt, wie Mensch, kann man den Bezug dann abnehmen zum Waschen? Dann sagte er, ja, geht. Und dann Adresse ausgetauscht, weil ich habe gedacht, ich hole das nächste Woche ab mit dem Auto. Oder diese Woche, Ende der Woche. Und sagte, ja, wo wohnen Sie denn? Und dann wollte das vorbeibringen. Und dann, ich so, ja, wo wohnen Sie denn? Ja, wir wohnen hier quasi um die Ecke, ne? Und das war ganz praktisch. Ich bin mit, zuerst hatte ich überlegt, mit meinem Fahrrad zu fahren, aber Adam sagt, hä? Nimm doch einfach Elektrofahrrad mit dem Anhänger. Habe ich gemacht, bin ich gestern Abend nochmal los und habe den Anhänger geholt. So, heute liegt nochmal was an, und zwar würde ich ganz gerne bei Ash das Bettzeug wechseln. Noch scheint die Sonne, aber die Sonne her weggehen. Leider. Also wir brauchen ein bisschen Strom. Und dementsprechend hoffe ich immer so, dass die Sonne ein bisschen länger scheint. Was natürlich im Herbst, Winter so manchmal unrealistisch ist, ne? Manchmal hat man schon schöne Tage. Jetzt will ich einmal das Bettzeug wechseln, also er braucht unbedingt einfach neu, ne? Weil wird langsam Zeit, habe ich schon gesehen. Und bei uns geht noch, ich hatte ja schon getauscht. Deswegen gehe ich jetzt einmal ganz kurz an sein Zimmer. Und schon sind wir hier mit dem Fahrrad, ihr Lieben, im Wald. Und bei mir ist gerade die Kette abgegangen. Ich habe so gemerkt, so, hä, irgendwas raschelt da, irgendwas. Da war aber ein Stock drin. Und dann war es schon zu spät, da war die Kette schon ab. Also habe ich jetzt gerade dementsprechend voll dreckige Finger. Puh, mein Schnucki fährt auch irgendwo da hinten, oder? Er wollte sich Handschuhe anziehen. Heute ist es recht frisch. Also es sind irgendwie, keine Ahnung, gefühlte 5 Grad oder so ungefähr. Aber die Sonne scheint zumindest noch. Ich hoffe, dass sie halt noch ein bisschen länger bleibt. Oh Gott, komm hier nicht mehr hoch. Es geht ein bisschen bergauf. Oh, und guckt mal, wie schön herbstlich schon alles hier ist, ne? Ganz viel Laub schon, manchmal nicht selten. Richtig cool. Wir fahren wieder an die gleiche Stelle, die wir hatten. Adam letztes Mal so Stämme hingestellt, die er durchsägen wollte. Oh, auf jeden Fall sind wir wieder. Sind wir schon hier? Rückzucki. Der Anhänger ist voll, ihr Lieben. Alles, jetzt passt noch einer. Und ich habe gerade mit meiner Mama die ganze Zeit habe ich Fotos geschickt. Ne? Weil sie so, oh, es ist so schön im Wald. Wir wollen gleich nach Hause. Also es hat nicht mal eine halbe Stunde gedauert. Also wir sind ja recht zügig immer mit dem Sägen. Und weil der Anhänger halt nur eine bestimmte Größe hat und da passt halt nicht viel rein. Ne? Aber wir sind jetzt fertig und jetzt geht's für uns nach Hause zum Frühstück, weil ich habe schon langsam echt Hunger. Und danach muss ich wieder zum Einkaufen fahren, nicht zum Auto. Mal gucken. Muss auf jeden Fall zu DM. Ich war gestern auch schon mit dem Fahrrad los, ne? Und es ist immer so eine Sache. Es dauert ein bisschen länger, wenn man mit dem Rad los unterwegs ist.
Jedenfalls, oh, es ist so schön heute hier. Gestern war das sehr warm bei uns. Über 20 Grad ungefähr hatten wir, glaube ich. Es war richtig schön. Heute, jetzt wird es schon wieder warm. Ich habe jetzt hier extra die Jacke angezogen. Da sagt auch zuerst, oh, das ist so kalt. Aber wie gesagt, die Sonne scheint dann noch. Und es sieht so schön aus, wenn man hier zum Beispiel so ein bisschen Nebel noch hat. Ne? Das ist richtig cool. So, mein Schnucki macht noch ein bisschen. Ich glaube, zwei passt noch rein. Wir haben gerade gefrühstückt. 20 vor 12 haben wir das und der Schornsteinfeger war da. Ich habe auch so ein bisschen weggewischt, weil er dann doch. Unser Schornstein war gut, Schnucki. Es war nur eine Verarsche. Weil er dann sagte: Und wie sieht's aus? Und er so: Ja, voll schlecht. Ich so: Ja, total schlecht, voll verdreckt und voll zu. Aber nein, oh Gott. Ich habe oben bei den Kindern sauber gemacht, weil er ja oben fegt und sauber macht. Aber so, ihr Lieben, ich mache mich jetzt gleich mal fertig und dann fahre ich kurz was einkaufen, bevor ich dann nachher noch was zu essen machen muss. Und bis gerade eben habe ich ein bisschen gewuselt. Ich habe gerade eben die Gelegenheit genutzt, einmal den Kühlschrank nochmal ein bisschen aufzuräumen, auszumisten. Und ein paar Sachen mussten dann doch tatsächlich weichen. Und Schnucki, deinen Grieß habe ich jetzt da einfach in die Dings reingetan. Da muss ich ganz kurz mal was zeigen. Ja. Das ist das allerbeste, was es gibt. Grieß, selbstgemacht, mit selbstgemachter Frucht unten drunter. Mhm. In diesem Fall haben wir hier, was ist das? Mirabelle, ne? Mirabelle, ja. Mirabelle. Und es gibt ja auch zur Auswahl dann noch Apfelmus aus wilden Apfelsorten. Mhm. Selbst gebrannt, ich hab's schon gesagt. Also das haben wir ja letztes Jahr gemacht. Ja. Und jetzt kriegen die endlich eine Verwendung. Ja, genau. Super, könnte ich jeden Tag mich reinsetzen. Und wie sieht's denn bei dir aus? Magst du das auch so gerne? Genau. Also, Leute, ich will einmal ganz kurz den Kühlschrank zeigen. Ich muss noch ein bisschen was einkaufen jetzt gleich. Und wir haben ja eigentlich wieder einigermaßen gut Platz. Mittlerweile bin ich kurz bei DM, Leute. Hab Creme Lotion mitgenommen und einmal Trockenshampoo für mich. Und Ash hat mich gebeten, nochmal das Styling-Gel mitzunehmen. Ich habe aber überlegt, irgendwas habe ich mir was anderes geschrieben. Das war kein Gel, sondern einfach irgendwas anderes. Also nicht Kleber. Boah, es gibt noch irgendwas anderes, was nicht so... Aber er sagt, das ist total gut, was er benutzt. Das ist überall so Styling-Gel, ne? Ja, jetzt verliere ich schon meinen Rucksack. Ich nehme einfach den nochmal mit. Dann wollte ich mal meine Make-up gucken. Gibt es immer noch nicht. Das ist alles hier etwas anderes. Meine Schwester meinte, für die Fleckenentfernung. Ich nehme ja Vanish, ne? Geht aber auch nicht immer alles raus. Und die sagte, sie hat das von Frosch und da geht alles raus. Deswegen sehe ich gerade hier das erste Mal mehr oder weniger das. Dann gibt es hier noch für Ketchup, Obst und so weiter. Guck mal. Ich glaube, ich nehme von jedem Fläschchen aus. Das und Gallseife hier auch nochmal was. Bluteiweiß, Kragenschmutz und so weiter. Gras. Ja, 2,15 ne? Pro Fläschchen. Nehme ich alle mit. So, ich zeige mal ganz schnell meinen Einkauf. Und zwar von DM habe ich hier eigentlich alles gezeigt. Ich habe jetzt diesen Fleckenentferner mitgenommen. Meine Schwester meinte, da geht alles weg. Also, habe ich jetzt diese drei Fläschchen mitgenommen für verschiedene Flecken. Dann für Ash habe ich nochmal so ein Styling-Gel mitgenommen. Wasserfestes, keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Dieses, was er schon mal hatte. Bodylotion, das ist immer die beste, finde ich jetzt. Also die habe ich schon seit ein paar Jahren. Dufterfrischer, einmal der. Mein Trockenshampoo. Für Ash Duschgel, einmal so eine Flasche. Eine leere Flasche, da würde ich ganz gerne einmal... Reinigungsmittel selber herstellen, und zwar aus Natron, Zitronensäure und Essig und Wasser. Dafür brauchte ich halt eben eine leere Flasche. Und hier kommen wir zu dem Einkauf, aber es ist nicht viel, wirklich, ich brauchte ja nicht viel. Für heute Mittag, wir haben ja Hähnchenschnitzel ich wollte so eine Pfanne machen mit Kohl, Spitzkohl, Pilzen. Dann habe ich Quark mitgenommen, dann wollte ich gerne wieder diese russische süße Wurst machen. Kekse, Butter, Walnusskerne und Grieß wollte mein Schnucki haben. Habe ich jetzt mitgenommen. Also auch dieses hier. Mohn, da wollte ich ganz gerne. Ich habe ja noch so einen Hefeteig, bevor der abläuft, wollte ich gerne damit was backen. Genau. Also jetzt räume ich hier mal ganz fix alles weg und mache mich einfach ans Mittagessen ran. Das Fleisch brate ich gerade hier an. Ich habe Schnitzel mit Kräutern. Etwas Knoblauch und dann habe ich hier schon mal Gemüse klein geschnitten. Pilze, Spitzkohl und Zucchini. Das heißt, das Fleisch nehme ich gleich nochmal raus aus der Pfanne und dann brate ich das Gemüse mal an.
Und auch das Gemüse habe ich angebraten. Jetzt kommt Soße und Lebensmittel nochmal drüber. Ein paar Kräuter habe ich schon mal drin. Und dazu gibt es gleich diese Schupfnudeln, die muss ich dann gleich anbraten, wenn das ja alles fertig ist. Die Kohlpfanne ist fertig. Ich habe das Fleisch einfach oben drauf gelegt. Übrigens, das Gemüse braucht ja nicht lange, ne? Wirklich nicht mal 5 Minuten. Genau, das ist hier soweit fertig. Und jetzt muss ich nur noch die Schupfnudeln anbraten. Wir sitzen gerade hier, also ich sitze, mein Schnucki steht. Esch ist zurück von der Schule und wir warten jetzt einen Moment auf ihn. Es gibt Essen, das ist fertig und ich hoffe, dass die Kohlpfanne schmeckt. Wartest du darauf, dass ich was sage? Okay, dann sage ich jetzt was. Die Kohlpfanne schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Wenn man sich das schon ansieht, wie das Fleisch in der Sauce Hollandaise eingebettet ist und so ab und zu ein Kohlblatt darunter hervorsieht, dann kann man sich den Genuss schon fast auf der Zunge zergehen lassen, während man nur die Optik genießt. Und wenn man sich das jetzt noch vorstellt, alleine vielleicht mit den Schupfnudeln zusammen auf dem Teller, da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Essen. Dankeschön für deinen Eintritt. Auftritt. Immer wieder gerne trete ich ein. Ja, wir wollen uns erstmal essen. Und die Sonne scheint immer noch, obwohl die gesagt haben, es wird heute nach 10 ungefähr immer bedeckt sein. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen an den Rasen gleich. Oder also mal gucken, ich hatte schon überlegt, ein bisschen Rasen zu mähen. Wir schauen mal. Also es gibt erstmal Essen für uns. So, das hatte ich schon lange, lange vor, mit euch zu machen, Leute. Und zwar Reinigungsmittel. Und zwar Allzweckreiniger selbst gemacht. Habe ich noch nie gemacht zuvor. Ich habe aber so ein bisschen was geguckt, im Internet auch mal was gefunden und auch bei YouTube und so. Ich werde jetzt einmal ganz schnell mit euch so einen Allzweckreiniger einfach zusammenstellen. Also gerade so fürs Badezimmer, das ist halt Kalk entfernt. Und zwar braucht ihr dafür 50 Gramm Zitronensäure, dann 500 Milliliter lauwarmes Wasser, einen Teelöffel Spüli und dann war es es auch schon wieder. Und vielleicht ein paar Tropfen ätherisches Öl, falls ihr habt. Ich habe es nicht. Man kann Lavendelöl nehmen oder Teebaumöl nehmen. Also im Grunde, wie gesagt, halt eben was vom ätherischen Öl, wahrscheinlich damit es einigermaßen gut riecht. Also ich habe das jetzt nicht, das kann man aber immer noch nachfüllen oder auffüllen nachher. Also, ich habe mir jetzt schon mal was abgemessen, und zwar 50 Gramm von der Zitronensäure, lauwarmes Wasser, das heißt, das wird da so dazugegeben jetzt und einfach alles vermischt, bis sich es alles aufgelöst hat. Schreibt mir gerne mal, ob ihr das schon mal gemacht habt. Also, ich habe es noch nie selber hergestellt. Ich hatte heute wieder in der Hand Meister Propper, und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich es eigentlich selber ausprobieren wollte, wie das so ist, ob das jetzt sauber macht oder nicht. Aber auch gerade Natron zum Beispiel kann man auch ganz gut für Toiletten oder Waschbecken halt zum Saubermachen nehmen. Genauso wie jetzt eben dieses Spülmittel jetzt, was man selber herstellt. Also das muss ich jetzt alles auflösen und dazu kommt euch nochmal ein Teelöffel vom Spüli einfach. Soll auf jeden Fall ökologischer sein und auch vor allem preiswerter generell. Und nicht so gesundheitsschädlich, weil teilweise gebe ich auch den Leuten recht. In den Reinigungsmitteln sind einfach teilweise ganz, ganz heftige Dinge drin. Sei es jetzt Duftstoffe oder sonst irgendwas anderes. Deswegen ist natürlich sowas Natürliches selber hergestellt umso besser. Ich hoffe nur, dass es auch gut reinigt. Ich hatte schon mal so Essig mit Essig probiert. Habe ich auch gemacht, aber nachher konnte ich diesen Essig nicht mehr riechen. Aber ich glaube, wenn man nachher so ein paar Tropfen von diesem ätherischen Öl da rein tut, dann ist es, glaube ich, besser. Also, ja, jetzt kommt nur noch einmal ein Teelöffel von dem Spüli und dann wird es umgefüllt in die Flasche. Bin gespannt, wie das funktioniert. Im Internet habe ich ganz oft gesehen, sei es jetzt, Pinterest oder YouTube, die Leute füllen das nachher einfach in dunkle Flaschen um. Hat das irgendwie einen Sinn? Also, oder kann man auch so eine Flasche nehmen? Also solche dunklen Flaschen, die ich weiß ja, wo es die gibt. In so einem dänischen Laden gibt es die in Kiel. Da muss ich aber unbedingt hin. Irgendwann mal, wenn das Auto dann wieder da ist. So, ich bin gespannt, wie das alles sauber macht. Das ist alles so. Aber die schwören drauf, ne? Die sagen, das ist total cool. Und vor allem, wie gesagt, nicht so gesundheitsschädlich auch für einen selber, weil man atmet dann doch alles ein, ne? So off und on kann man hier anmachen. Und dann ist eigentlich mein Reinigungsmittel fertig. Ich werde euch berichten, auf jeden Fall. Könnt ihr gerne mal schreiben, wie gesagt, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Ich denke mal schon fast ja, weil viele haben auch geschrieben, dass man mit Natron sowieso so ziemlich vieles reinigen kann. Und
Ja, guck mal. Hausmittel gegen Gerüchte und Fett. Ich hatte mir jetzt bei DM ja was mitgenommen. Adrian hatte so einen richtig großen Topf oder Eimer von Amazon mal bestellt. Und den haben wir auch noch. Also Zitronensäure, Hausmittel gegen Kalk. Kann man auch damit scheinbar entkalken. Zumindest, guck mal. Steht auch drauf. Ja. Habe ich noch nicht benutzt, ehrlich gesagt. Ne? Naja, für irgendwann ist sowieso für bestimmte Dinge dann Zeit, dass man das mal ausprobiert. Na gut, ihr Hübschen. Also das wollte ich euch noch einfach mal mit euch teilen. Nun komme ich auch nochmal zu dieser süßen Wurst, die ich schon mal gemacht habe mit euch. Ich brauche 300 Gramm Butter. Die werde ich diesmal nicht schmelzen. Ich habe jetzt im Internet gesehen, da hat die Frau das nicht gemacht. Die hat einfach quasi das Ganze hier vermischt. Und zwar 300 Gramm Kekse, ein paar Walnüsse. Ich habe jetzt ungefähr 100 Gramm mindestens. Und 5 Esslöffel Kakao. Diesmal werde ich es allerdings, also normalerweise gehört das ein halber Becher Zucker oder halt Milchmädchen. Das kommt da nicht rein diesmal. Ich möchte gerne wissen, ob das jetzt auch schon süß genug ist, weil die Kekse sind sehr süß, Kakao ist sehr süß, deswegen probieren wir diesmal ganz ohne Zucker und ohne zusätzliche halt Milchmädchen, ne? Also diese Kondensmilch. Ich würde sagen, ich vermische das jetzt mal alles und dann formen wir das Ganze zu einer Wurst. Die Masse habe ich jetzt einfach hier so als Wurst geformt. Es gibt heute nur eine, das reicht völlig. Ich habe jetzt eine größere genommen und jetzt geht es einfach ins Gefrierfach. Also riecht wie früher, ne? Meine Mama hat es für uns öfters mal gemacht, weil wir halt nicht so viele Süßigkeiten damals hatten. Und die sind natürlich immer ausgewichen. Ne? Die haben es dann halt ein paar andere Sachen so gemacht, die auch halt süß waren. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Nachher werde ich berichten, heute Abend. Die braucht ein paar Stunden jetzt, es ist jetzt kurz vor drei. Aber ich denke mal, vom Zucker her müsste es reichen, weil die Kekse sind ja schon sehr süß. Ne? Deswegen, wie gesagt, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe Spülmittel selber gemacht. Also nicht Spülmittel, Reinigungsmittel. Mit Zitronensäure. Spülmittel sauber gemacht. Nein, das ist hier mit Zitronensäure und Spüli und Wasser und so. Oh, viel Spaß. Aber es riecht wirklich, also es riecht eigentlich ganz angenehm, frisch durch die Zitronensäure. Jetzt putze ich mal kurz das Waschbecken. Und vor allem, das Coole ist ja auch, man hat nicht 1000 Flaschen irgendwie stehen. Gut, ich habe sowieso keine 1000 Flaschen stehen, aber dann hast du Chlorreiniger. Eine Flasche, dann hast du Badreiniger und Glasreiniger. Oh, Glasreiniger kann man übrigens selber auch machen. Habe ich auch geguckt. Mal gucken. Also, bei mir ist hier zum Beispiel, guck mal, da. Das mache ich öfters mal weg, also ich kratze es eigentlich immer nur weg. Das ist Kalk, ne? Das werde ich jetzt einmal einsprühen. Aber Essig müsste das ja auch tun. Mal gucken, ob das jetzt hier was bringt. Ich lasse es einfach mal so einwirken und schaue, ob das irgendwann mal sich dann nachher löst. Aber es riecht ganz angenehm. Aber ich glaube tatsächlich mit diesem Eukalyptusöl riecht es sicherlich auch gut. Ich lasse es jetzt mal einwirken, ein bisschen mal gucken. Weil Zitronensäure soll angeblich auch Kalk lösen. Ich weiß nicht. Wir schauen einfach mal gleich. So ihr Lieben, erstmal gerade Latein, freiwillig. Also im Arbeitsheft, arbeitet ihr zu Hause in der Schule sonst damit nicht, oder? Nee. Im Arbeitsheft nicht? Doch, doch. Doch, aber nicht. Also auf jeden Fall, und jetzt wollte er was fragen und dann habe ich gleich gesagt, nö, ist nicht. Er möchte nur ein bisschen raus heute mit seinem Kumpel. Und viele fragen, was bei dir in deiner Bauchtasche drin ist. Der Inhalt, weißt du, Sein Blick hättet ihr gerade eben sehen sollen. Weißt du, was die Leute da vermuten? Dass du so eine Vape oder so drin hast. Hat mir auch schon einer geschrieben. Nee, doch, Marie. Da, guck doch da rein. Da ist sie. Er sagte, Marie, weil irgendwas habe ich mit Max gemacht, ne? Guck bitte bei Ash in die Bauchtasche rein. Da ist bestimmt irgendwas Verbotenes drin. Sowas wie eine Vape oder so. Ich musste nur so lachen. Was? Verboten? Das ist nichts da verboten. Eine Vape ist bestimmt nicht unter 18-Jährige. Also, darf ich da jetzt reingucken oder nicht? Guck. So, und jetzt komm, sag mal, was du wolltest. Ich guck. Ja. Ja, aber du machst deine Dateien Sachen dazu Ende. Gucken wir mal. Es wird hier verhandelt. Also. Und dann machst du nochmal Deutsch Englisch. Und Englisch. Und dann machst du nochmal Physik vielleicht und dann nochmal irgendwas anderes. Ich traue mir das gar nicht. Den kannst du dann nachher zusammen mit ihm machen. So, und das reicht jetzt. Das gibt auch eine Privatsphäre. Ja. Oh. Schluss jetzt. Zeig, was da drin ist. Zeig, was da drin ist. Da ist. Nein, mach das nicht aus. Wisst ihr was, Ash und ich haben gerade die ganze Zeit hier gesessen. Er hat am PC gearbeitet. Beziehungsweise sein Latein so ein bisschen aufgefrischt. Ich hatte schon euch
was im Video davor mal gesagt mit dem Sofatutor, ne? Das hat er da, guck mal. Also jetzt ist er erstmal hier und schreibt mit seinem Kumpel. Ja. Du sollst jetzt an deinen Arbeitsplatz wieder gehen. Das Buch und hat zwischendurch mal verglichen. Bei Latein ist es so, erstes Jahr, zweites, drittes, viertes, fünftes gibt es ja. Was könnt ihr das sehen? Da. Und ich habe erst gesagt, also mal einfach, damit er so ein bisschen Überblick verschafft, einfach mal beim ersten Jahr anfangen und gucken, weil das baut ja alles aufeinander auf. Und hat er jetzt gemacht. Und irgendwie hat er eine Sache falsch schon mal gelernt, falsche Endung bei irgendeiner Deklination. War das O-Deklination oder A? O, ne? Mhm. Auf jeden Fall war eine Endung falsch, die er immer wieder falsch gelernt hat, weil es gibt ja verschiedene Endungen halt. Ich weiß nicht, ob irgendein Latein von euch hat. Und dann sagt er, was? Nee, warte mal. Und dann hat er nachgeguckt und sagt, scheiße, da war falsch gelernt die ganze Zeit. So. Ja, chill. Nee, chill nicht. Ab an den PC wieder. Ja, ihr Lieben. Also, ich gehe gleich mal eine Runde, glaube ich. Ich wollte Rasen mähen eigentlich so ein bisschen. Dann kann ich auch bei der Gelegenheit halt auch Laub sammeln, weil Laub ist ja überall quasi, aber der Sauger, beziehungsweise der Rasenmäher wird es aufsaugen, das Ganze. Und wir sind hier die ganze Zeit, ich glaube, ich weiß gar nicht, eine Stunde oder so ist er schon dabei die ganze Zeit. Hat er hier das hier alles hier, guck mal. Krass, ne? Und ich glaube, das hast du gesagt, kannst du nicht, ne? Dieses Personalpronomen? Nee, was konntest du nicht? Diese konsonantische Konjugation konnte er nicht. Muss er sich jetzt irgendwie merken. Also man übt quasi wohl diese Endungen alle. Ja, also Latein ist nicht so eine coole Sprache, glaube ich. Mm-mm. Aber wäre dann Französisch besser gewesen? Ja. Französisch wäre besser? Eigentlich egal, hätte ich sehr damit dann aufgepasst. Ja, naja. Auf jeden Fall sind wir noch mit der Schule beschäftigt hier. Mein Schnucki hat für mich Söckchen bestellt. Also ich habe jetzt von H&M so ein kleines Paket, nur weil ich halt Halbbesorgung brauchte. Und Aran hat sie bei Amazon bestellt. Die sind aber von C&A, Schnucki. Verkauft ja. C&A auch bei Amazon? Alle verkaufen, ne? Na gut, also jetzt habe ich ganz viele Socken hier. Ein Stapel. Und ich mache mal kurz das Paket hier mal auf. Im Moment komme ich gar nicht in die Stadt, ehrlich gesagt, ne? Dann habe ich hier von H&M die Söckchen. Zwei Paar. Also zwei Packungen, meine ich. Zwei Paar. Das sind sieben. Oh Gott, ich habe jetzt voll viele. Aber gut, aber bei mir gehen die teilweise so schnell kaputt. Ich weiß nicht, ob sie zu dünn sind oder so. Dann hatte ich... Das sieht aber nicht so schön aus. So eine Bluse bestellt. Die war runtergesetzt. So eine weiße, so ein weißes Hemd. Was ist da denn? Das ist nicht mal weiß, das ist so komisch beige. Guck mal. Na gut, der Stoff an sich ist auch recht dünn, aber die war runtergesetzt auf echt nicht so viel. Also. Na gut, also einmal so ein weißes Hemd. Oh, und dann hatten die noch im Angebot ein Jeanskleid. In hellblau. Habe ich XS auch bestellt. War auch, wie gesagt, runtergesetzt. Also die haben im Moment echt gut was runtergesetzt. Selbst XS ist so fett. Was ist so fett? Also, naja, geht eigentlich. Guck mal. Na, ist okay, das ist der mit einem Gürtel. Also, so sieht das Ganze aus. Guck mal. Ich habe extra ein bisschen kleiner bestellt. Aber ich finde, das sieht eigentlich ganz nett aus. Und schon ist es kurz vor sechs. Wir haben gerade so ein bisschen hier mit meinem Stückchen gesessen, ein bisschen YouTube geguckt. Und, ihr Lieben, also Ash ist unterwegs gerade mit seinem Kumpel, aber er kommt um 19 Uhr zurück, hat er gesagt. Weil wir haben gesagt, so, das ist einfach zu spät, ne? Wer? Schnucki, guckst du? Und er hat schon versucht, so 19:30 ist so in die 19 Uhr. Wer? Ash? Max. Max. Von Max hören wir auch nochmal was, ne? Ja, ihr Lieben, also bei uns ist jetzt nicht Feierabend. Wir machen uns Sofa fertig, Bett fertig und dann geht's auf die Couch. Ofen haben wir heute Nachmittag nicht angemacht. Ich hatte gedacht, ich backe mit euch mal diese Teilchen. Bin aber irgendwie nicht dazu gekommen, also machen wir sonst morgen oder so. Und genau, ansonsten würde ich mal sagen, war es jetzt hier von uns an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch das Video hier gefallen hat. Passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Tschüss. Ich auch nochmal Tschüss sagen. Tschüss. Mein Schnucki ist versunken in Insta oder was machst du da? Er versteht da was nicht. Na gut, bis dann.